Hey Leute, ihr habt ja schon im Intro gesehen, worum es heute geht, und zwar um den Vehicles Mod, ja. Und dieser Mod bringt Panzer und Autos mit ins Spiel. Ich habe hier mal kurz die Seite aufgeschlagen, natürlich steht der Link in der Beschreibung. Und hier findet ihr den Vehicles Mod. Hier habt ihr nochmal die Rezepte und nochmal ein Bild, wie das Spiel aussieht. Hier mal mit den beiden Farben. So, hier stehen auch nochmal die Sachen, wie man alles bewegt, ne? Dass man jetzt zum Beispiel hier da nach links fährt, da nach rechts und so weiter. Und ja. So. Als allererstes ladet ihr euch alle Sachen einmal runter. Das wären zum einmal der Vehicle Minecraft Mod. Dazu braucht ihr leider die Planes. Das heißt, ihr könnt dann ja zwei Sachen auf mal installieren, weil der Vehicles Mod braucht den Planes Mod irgendwie, soweit ich das verstanden habe. Also bei mir hat er nur mit dem Planes Mod da ging er nur mit den beiden also zusammen. Deswegen habe ich euch mal die zusammengestellt. Das heißt, ihr habt ihr... Ach, das sollte ich eigentlich nicht rein. Die Server, das ist... Nee, das habt ihr... Das habe ich ja woanders reingepackt. So, ihr habt dann hier den Client. Und hier habt ihr alles, was in die Jar reingehört. Das heißt, hier habt ihr schon alles. Das heißt, hier ist auch schon der Modloader drinne. Und der braucht ihr eigentlich nur diese Dateien in eure Minecraft-Jar einzufügen. Und diese drei Dateien werden dann für das Hauptverzeichnis von dem bin.minecraft-Ordner. So, genau, das ladet ihr euch einmal runter. Einmal die gemoddete Craft-Bucket von mir. Die braucht ihr, damit ihr den Mod auf eurem Bucket-Server installieren könnt. Und dann habe ich nochmal ja, eine Zusammenstellung von allen Bucket-Mods gemacht. Das heißt, in meinem letzten Video von Industrial Craft und Planes habe ich die auch schon veröffentlicht. Das heißt, ihr, wenn ihr sie schon habt, da habt ihr auch schon den Vehicles-Mod. Oder... Nee, nee, nee. Ihr müsst euch den runterladen, weil da ist ein Update von Vehicle drin. Warum ist denn Flan wie Heikels, ne? Ladet ihr euch bitte nochmal schnell runter und dann habt ihr die. Die sind jetzt alle für 1.7. Bei SDK weiß ich jetzt nicht so genau. Ja, auf jeden Fall ist der Vehicles Mod dann hier mit dabei. So, als allererstes geht ihr dann hier unten auf Start und drückt Prozent App Data und kommt hier in die in das Verzeichnis, wo .minecraft drin ist. Das heißt, wir kopieren uns den erstmal und machen ein Backup draus. Das heißt, so eine Sicherheitskopie, falls ihr irgendwas falsch machen, ja, falls ihr irgendwas falsch macht und ihr dann nochmal einen Sicherheitsordner habt. So, dann könnt ihr den in irgendeinen Ordner speichern oder so weiter, ne? Und dann hier einfach einfügen. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. So, als nächstes lösche ich jetzt mal die. Das heißt, ich muss mir einmal nur runterladen, weil ich das ja mit einer frischen Minecraft-Jar machen will. Mamuschkas. Passwort sage ich euch nicht. So, genau. Ja, zum Vehicles Mod gibt es noch was zu sagen. Und zwar, es erweist sich manchmal als schwierig. Das heißt, ihr könnt zwar durch die Gegend brausen, ne? Aber wenn ihr zum Beispiel so einen Weg baut wie ich und ihr habt da jetzt zum Beispiel so ein Half-Step im Weg, dann glitscht ihr so einfach mal durch die Map. Ja, und dieses Glitchen ist, ja, nervig, weil ihr müsst das erst zusammenbauen, weil cheaten kann man sich das schlecht. Ich meine, mit Essentials geht das nicht und andere Möglichkeit habe ich noch nicht gefunden. Außer mit Too Many Items natürlich. Ja, dann glitcht halt durch die Map und dann müsst ihr es wieder neu bauen. Das heißt, ihr müsst aufpassen, worüber ihr fahrt. Das heißt, Half-Steps sind böse. Niemals darüber fahren mit einem Panzer oder sonstiges, sondern einfach auf, ja, normalen Blöcken. So, wir haben uns jetzt mal Minecraft neu runtergeladen und gehen jetzt in die neue .minecraft rein, hier in die Bin und öffnen hier diese Minecraft. Das ist die Minecraft-Jar. Gehen wir mit Rechtsklick drauf und öffnen mit. Öffnet ihr hier mit WinRAR. So, hier habt ihr einen bösen, bösen Meta-Info-Ordner. Der würde den Mod komplett blocken und einen Blackscreen hervorrufen. Das heißt, wir entfernen den jetzt erstmal und dann können wir weiterarbeiten. So, öffnet er mal diesen Plants plus Vehicles Mod. Genau. Und hier habt ihr Client Jar. So, diese ganzen Dateien markiert ihr jetzt einmal und fügt sie einfach hier rein. Drückt auf OK und fertig.
So, dann könnt ihr die Minecraft-Jar wieder schließen und jetzt habt ihr hier noch drei TXT-Dateien und die fügt ihr einfach in den Ordner, wo Bin drin ist. So, das haben wir auch schon geschafft. Mensch, das war einfach, oder? Ja, jetzt können wir mal als Probe machen, ob sich jetzt Minecraft noch ausführen lässt. Wenn ja, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn nein, dann haben wir irgendwas Falsches gemacht. Aber was kann man da ja schon falsch machen, ne? Wenn wir jetzt kurz auf Minecraft.net warten. Logging in. Punkt, 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 Punkt. Immer dieses Warten, Mensch. Vielleicht hilft das ja einmal. Genau, und Minecraft öffnet sich schon mal. Wir machen jetzt mal schnell eine neue Map und gucken, ob wir jetzt hier schon alles haben. Und ja, scheint alles zu funktionieren. Man kann ja auch noch alles machen und so weiter. Und anscheinend hat Minecraft den Mod geschluckt. So, mal raus hier wieder. Und jetzt kümmern wir uns um Bucket. Das heißt, ihr habt euren Bucket-Ordner hier wahrscheinlich. Der muss jetzt nicht Bucket Mob heißen. Aber egal. Hier habe ich jetzt einmal meine Welten und Plugins. Da habe ich einmal Essentials und World Edit dabei. Das heißt, auch die ganzen Mods funktionieren einwandfrei mit jeglichen Plugins, die es gibt für Bucket. So, dann öffnet ihr mal den Bucket Mod. Hier habt ihr dann eine CraftBucket-Datei und zwei Startdateien. Diese CraftBucket-Datei zieht ihr hier rein in den Ordner und habt dann hier die Wahl zwischen der Startdatei 64-Bit oder 32-Bit. Müsst ihr mal gucken, ob ihr, ja, welches Bildsystem ihr habt. Wenn ihr das nicht wisst, wie ihr es macht, drückt hier unten auf Start. Da habt ihr wahrscheinlich Computer oder Arbeitsplatz oder sowas. Geht ihr da mal mit Rechtsklick drauf und könnt Eigenschaften wählen. So, dann findet ihr hier bei Systemtyp 64-Bit Betriebssystem. Aha, dann wisst ihr schon mal, welche Startdatei ihr braucht. So, dann könnt ihr die beiden, ja, die richtige aussuchen und einfach da reinziehen. So, und dann könnt ihr die schon mal ausführen. Das heißt, hier kommt dann die schwarze Konsole, die CMD-Konsole, und die wird euch dann ein paar Sachen in den Ordner erstellen. So, wenn ihr fertig habt, natürlich Stopp, wie ihr es von Bucket auch kennt. Finish. Und jetzt habt ihr hier ganz viele Dateien, ne? Ihr kennt es ja von Bucket selber, ganz normal Band, IPs und so weiter. Und ja, jetzt haben wir hier die CraftBucket-Datei und die öffnen wir jetzt auch mal mit WinRAR. Das heißt genau wie die Minecraft-Jar. Und hier haben wir jetzt auch einen Meta-Info-Ordner, der muss oder kann auch drinnen bleiben. Also der ist nicht böse, der ist lieb. Merkt ihr euch, ne? In der Minecraft-Jar ist Meta-Info böse, im Bucket ist er gut. So, jetzt brauchen wir hier alle Bucket-Mods. So, dann brauchen wir einmal den Vehicles-Mod. Das heißt, hier habt ihr einen Ordner und hier habt ihr genau, ne, wieder was in die Jar soll, also was in die CraftBucket soll. Und hier habt ihr zwei TXT-Dateien. So, öffnet ihr mal die Jar und zieht die ganzen Dateien hier in den... Nein, 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 stopp, stopp, nicht in den Ordner ziehen, nicht in den Ordner ziehen. Ihr müsst in Net rein. Dann in Minecraft, dann in Server. Da müsst ihr die reinfügen. Hätte fast was Falsches gemacht. Und so kann man das nämlich auch verkacken. Dann würde die CraftBucket nicht mehr funktionieren. So, gehen wir mal hier zurück. Tun das mal runter und jetzt in euren Bucket-Ordner schiebt jetzt diese beiden TXT, einmal die Vehicles Properties und die TXT da rein. Das ist einfach für Einstellungen, zum Beispiel hier. Shells enabled, also die ganzen Bomben und so weiter, ne? Alles tut, okay, alles klar. Könnt ihr umändern, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht, dann auch nicht. Ist auch nicht schlimm. Und jetzt braucht ihr noch einmal den, wo ist der? Flan Plains. Okay. Der muss da auch nochmal mit rein. Wo haben wir denn die CraftBucket Snapshot, genau. So, Flan Plains. Hier läuft es genauso ab. Das heißt, hier habt ihr wieder eine Jar und ganz viele Class-Dateien. Und die fügt ihr ja einfach auch in den Ordner. So, geht ihr hier zurück, habt ihr auch zwei TXT-Dateien und die fügt ihr jetzt auch ganz einfach in den Ordner. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr mal Bucket starten und mal gucken, was hier läuft. Jetzt werden auch schon die Mods geladen, das heißt, wir haben hier Planes und Vehicles Mod, der lädt jetzt die ganzen IDs und so weiter von dem Mod, so dass sie dann auch in-game gecraftet werden können.
Und ja, dann läuft es eigentlich wieder normal ab. Dann kommen die Plugins dran und dann ist fertig dann. So, wir müssen uns jetzt gleich mal damit vergnügen, ein, ja, wie soll man sagen, das hier zu craften, damit ich euch beweisen kann, dass es funktioniert, ne? Und wir sehen uns dann in-game wieder. Also bis gleich. So, jetzt gehen wir natürlich auf Multiplayer und geben Localhost ein. Es sei denn, ihr habt schon für euren Server eine IP. Ich aber noch nicht. Und Localhost ist praktisch die Standard-ID von eurem lokalen Server. So, und wir sind jetzt in der Wüste. Und ihr seht, ich bin auf dem Server. Hier kommt sogar die Welcome-Message von Essentials. Und ich muss mal kurz gucken hier, wo ich denn bin. Ob das wirklich meine Welt ist. Aber ich glaube nicht. Ja, genau. Habe ich mir doch gedacht. Okay, egal. Ich werde das jetzt mal schnell craften. Das heißt, ach ja, ganz neue Jar drin, ne? Machen wir mal Controls, Chat, Drop, Inventory. So. Item. Brauchen wir ganz viel davon und ich werde jetzt einfach mal das Zeitraffer abspielen. Da ich jetzt keine Lust habe, die ganze Zeit irgendwas zu labern, um die Zeit totzuschlagen und ihr dann schneller das Ergebnis seht. Also, ja, okay. So, wir haben jetzt alle Teile gecraftet und ich setze das jetzt mal zusammen. Das ist für die Farbe, natürlich geht auch nochmal grau. Hier haben wir das Teil, den Motor und die beiden Räder. Und da haben wir den Jeep. So, und jetzt würde ich mal sagen, wir stellen den Sound ein bisschen runter. Und ja. So, platzieren den hier und wir können einsteigen. So, ich drücke mal F5, war das nicht? Ja, genau. Weil dann sieht das ein bisschen besser aus, weil ihr habt ja immer so eine Stange auf dem Kopf. So, mit einem R könnt ihr dann das Inventar von dem Jeep aufrufen und da die Kohle reinpacken. So, und dann könnt ihr, ja, mit WASD losfahren. Und dann kommt natürlich auch der Sound. Ne, kommt er nicht. Ist auch egal. So, genau, ne? Und wir fahren jetzt hier mal ordentlich rum. Das heißt, der kann auch Berge hochfahren. Das heißt, auch diese Blöcke. Und die Fahrt ist ein bisschen holprig. So. Ich dachte, ich hätte F5 gedrückt. Genau, und wir können jetzt hier durch die Gegend cruisen. Das ist jetzt, oh Scheiße, Mann. Lustig. Also, das ist ein Highlight auf jedem Server, ne? Und wie gesagt, um auf den Server zu kommen, braucht man den Mod drinnen. Das heißt, wenn ihr euch dann versucht einzuloggen auf dem Server, dann würde da entweder stehen, wenn ihr den Mod nicht drin habt, dass ihr den Mod braucht. Das heißt, dann würde da stehen, du brauchst noch den Vehicles Mod, ansonsten kommst du nicht rauf. Und ja, also das ist vorausgesetzt. Und ich fahre jetzt nochmal meine Runden hier, sogar ordentlich hier, zack, 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 zack. Das hinten ist sogar ein bisschen tiefer gelegt. Und ja. Seht ihr, liebe Kinder, Bucket E hat schon Führerschein hier. Und, oh Gott. Ja, okay. Ja. Ich danke natürlich fürs Zuschauen und ich bin jetzt durch die Map geglitscht, das meinte ich. Aber auch nicht weiter schlimm, ne? Mit E könnt ihr denn. Ja, Flying is not enabled on the server, okay. Ja, bitte kommentiert dieses, wunderschöne, dieser wunderschöne Bucket Mod. Und kommentiert natürlich das